Hier kommt Klaas-Jan Hünteler. Erstmal was trinken. War es für Sie so anstrengend heute? Na, war, denke ich, ein einfaches Spiel. Wenn du das Spiel gesehen hast, aber dann denke ich, dass wir einfach gewonnen haben. Aber trotzdem ja, musst du etwas machen vor das Gewinn natürlich. Ein einfaches Spiel, sagt der Torjäger, der Experte für diese Geschichte, der heute keinen Treffer gemacht hat. Warum war es heute für Sie so schwer und eben nicht leicht? Ja, ich glaube, das war ein Tor, aber der Schiri hat gepfiffen. Aber nee, ich habe meine Chance bekommen, auch dieses Spiel. Aber ich denke, einmal habe ich die Ball nicht gut mitgenommen, war ein bisschen zu weit und dann konnte der Torwart Parade machen. Und war noch ein anderer mit links in die kurze Ecke, hat er gut gehalten. Und die andere war auch, gezeigt jetzt. Hat die Abwehrspieler ja, weggemacht und eine Ecke gemacht. Und, ja, war schade. Aber mir fällt gerade auf, so ein Torjäger, der hat offenbar das ganze Spiel noch so im Kopf. Merken Sie sich nur Ihre Sachen oder wissen Sie auch, was Ihr Torwart so gemacht hat? Ja, ich weiß auch, was das Torwart gemacht hat. Ja? Was bedeutet dieser Sieg für Schalke? Ich meine, im Prinzip brauchen wir nicht drüber reden. Das ist ein prima Start in die Rückrunde. Besser geht's nicht. Ja, ich denke, wir haben eine gute Hinrunde gespielt. Das ist jetzt fertig und jetzt fangen wir an mit der Rückrunde. Die erste Spiele in der Hinrunde haben wir verloren von Stuttgart, so wir hatten noch etwas aufzuholen. Und ja, jetzt sind wir gut angefangen und es ist nur ein Spiel. So, eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Oh, schön. Ja, ich merke schon, Sie haben sich vorbereitet. Wie geht denn das Sprichwort auf Holländisch? Ja, ich habe noch eine andere studiert mit dem Pärchef. Wie? Was? Nee, ich mache nur Witz. Na, was heißt denn eine Schwalbe? Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Was heißt das auf Holländisch? Kann man das ein Schwalu macht noch keinen Sommer. Ah ja, das. Mag noch keinen Sommer. Mag noch keinen Sommer, ja. Hätte ich auch noch hinbekommen. Fast gleich, ja. Okay. Haben Sie gestern Bayern geguckt? Ja, habe ich geguckt. Gladbach Bayern. Wie machen Sie das? Im Kreis der Mannschaft schaut man dann zusammen? Ja, normalerweise gucken wir zusammen in die Mannschaft. Aber dieses Mal war 9:30 etwas zu trinken im Bar, so, das war in Halbzeit. Und wir haben auf Zimmer geguckt mit einigen Leuten und ja, war ein gutes Spiel. Und das bedeutet, Schalke 04 jetzt punktgleich mit den Bayern. Ist Bayern München in dieser Saison doch verwundbar, was ja lange Zeit viele nicht geglaubt haben? Ja, ich denke, in diesem Moment haben die nur ein Spiel verloren und das sind noch 16 zu spielen und ja, was kann man jetzt sagen, weißt du, ist ein bisschen früh. Apropos verwundbar, eine Sache wollte ich noch eben erwähnen. Benny Hövedes, Ihr Kapitän, der hat sich eben übel verletzt. Ja. Jochbeinbruch, das steht schon fest. Wir haben noch einen anderen gesehen von Werder Bremen, Sebastian Prödel, wahrscheinlich Nasenbeinbruch. Wir haben mal nachgezählt, inklusive dieser Verletzungen, schon 9 schwere Kopfverletzungen in dieser Saison. Sie selber waren ja auch verletzt. Täuscht das uns oder kommt das in letzter Zeit sehr häufig vor? Ja, ich weiß nicht, wie das so geht. Normalerweise habe ich das noch nie erlebt, so viele Verletzungen in einer Saison. Aber, geht es um mehr oder ist das Spiel intensiver geworden? Ja, ich denke, es ist vielleicht intensiver, aber ja, einmal hast du Glück, einmal hast du kein Glück. Ja? Dann bekommst du einen auf die Nase und dann ist es kaputt. Ja, dann ist es kaputt. Und dann sieht man so aus wie Michael Ballack. Mann, oh Mann. Dann gibt es ja heute diese kleinen Masken. Wir sehen sie hier auch nach Ihrer Verletzung, nach Ihrem Nasenbeinbruch. Wir haben die noch mal hier. Das ist Ihre. Ja. Hier stand mal Hunter drauf. Das haben Sie irgendwie durchgeschrieben. War Ihnen das peinlich? Oder? Nee, war nicht peinlich. Aber die Mann hat gefragt, ist ein komischer Typ an Ralf, unsere Torwart, die auch verletzt ist. Aha. Und da hat er das drauf gemacht und dann habe ich das sofort wieder weggemacht, weil das ein bisschen komisch. Okay, aber diese Maske macht auf jeden Fall einen sinnvollen Eindruck. Die ist unglaublich hart, das merkt man. Vergisst man da, dass man verletzt ist, wenn man die auf hat? Ja, vergisst man nicht, aber
ja, das schützt ein bisschen. Das drückt hier auf Vorkopf, hier an diesem Punkt und diesen Punkt. Mhm. Und dann auf hier in der Mitte und hier auf Juckbeine. Und dann hast du keinen Druck auf die Nase und ja, das hilft, wenn, früher wenn etwas passiert, wenn ein Arm kommt oder so, dann ja. Hast du wenig Angst. Früher hätten sie wahrscheinlich 3 oder 4 Wochen aussetzen müssen, ohne irgendwas zu machen. Heute können sie direkt wieder trainieren eigentlich. Ich weiß nicht wie lange, aber jetzt habe ich ein Spiel nicht gespielt. Mhm. Ja, war okay. Super. Ja, Sie können mit dem FC Schalke 04 Meister werden. Sie sind in Ihrer Karriere, wo ja einige Stationen dabei waren, Real Madrid, AC Milan, auch in Holland einige Mannschaften. Sie sind noch nie Meister geworden. Warum ausgerechnet mit Schalke? Schalke war zum letzten Mal 1958 Meister. Ja, ich weiß nicht. Mit Ajax sind wir einmal auf ein Tor kein Meister geworden, letzten Spieltag. So, das war peinlich, aber... Ja, bei Schalke haben die auch etwas erlebt in die Vergangenheit damit und die wissen auch genau, wie das ist und wir versuchen, dass es in diesen Jahren klappt mit Schalke. Sie versuchen es oder Sie sind sich sicher? Ja, sicher bist du nimmer. Nie sicher. Ich meine, in der Hinrunde gegen Bayern und auch gegen Dortmund gab es Niederlagen. Wie weit weg sind Sie von den Mannschaften? Sorry? Wie weit weg sind Sie von Dortmund und von Bayern? Naja, ich denke, dass Dortmund und Bayern sind noch ein bisschen stabiler. Dann, die sind auch lange zusammen, trainieren lange mit der gleichen Mannschaft. Wir haben viele neue Spieler gehabt, auch letzte Saison haben wir viele neue Spieler. Und wir sind im Aufbau und jetzt geht es super. Die Hinrunde war super und wir versuchen so lange wie möglich oben dabei zu bleiben. Und dann, so wie heute Bayern oder gestern Bayern die Punkte nicht geholt haben, und dann konnten wir aufholen, das haben wir gemacht. So, das müssen wir immer nutzen, diese Saison. Welche Rolle spielt eigentlich die Tatsache, dass Sie einen niederländischen Trainer haben auf Schalke? Ja, es ist natürlich mehr einfach. Ich weiß, wie die niederländischen Trainer denken. Und, denken die anders als deutsche Trainer? Na, es sind ein bisschen mehr offensiv normalerweise. Und, von Jugend aus wird immer das Gleiche trainiert, so Positionsspiele und ja, die Hollandische Liga ist mehr auf Technik und weniger auf Kraft und ja, so haben alle Ligas seine eigene Sachen. So. Nimmt man denn in den Niederlanden auch wahr, dass sich in Deutschland vieles verändert hat, dass es nicht mehr diese Haut-drauf-Fußballer sind mit den deutschen Tugenden, sondern dass da viele Techniker mittlerweile ausgebildet werden? Ja, sicher, natürlich. Die deutsche Nationalmannschaft ist auch gut, hat eine gute Mannschaft und viele junge Spieler auch. Ich denke, die letzten Jahre von 2006 ist es auch positiver geworden in der Bundesliga. Es ist mehr geöffnet, nicht nur verteidigen, auch mehr nach vorne spielen. Und ja, ich finde das, find das gut, das klappt gut. Ja. Ich möchte noch was zur Stimmung auf Schalke fragen. Wir haben losgeschickt über Twitter, dass Sie bei uns in der Sendung sind. Dann hat einer, ich würde mal sagen, der selbsternannte Twitter-Gott, Hans Sapai, sofort geantwortet mit folgendem Satz. Schauen wir mal gerade rein. Also, hier sieht man's. Hunter soll seinen Wohnwagen nicht immer im Halteverbot parken und er soll schon mal den Wagen von Hövedes waschen und putzen. Ich meine, wenn jetzt schon ein ghanaischer Nationalspieler Witze über Holländer und Wohnwagen macht, da läuft doch irgendwas verkehrt, oder? Ja, ich wusste nicht, dass er twittern konnte. So. Ja. Nicht mit dem Wohnwagen, aber mit dem Auto muss Klaas-Jan Hünteler, also unser Studiogast, mehrmals die Woche von Hümmelo, seinem Heimatort, nach Gelsenkirchen zum Training und zurück. Dabei ist er aber nur Beifahrer, Stefan Bier. Es ist wie früher. Der Junge muss zum Fußball und der Vater fährt ihn hin. In diesem Fall aus der Heimat in Holland zum Training auf Schalke. Familie Hünteler setzt auf Altbewährtes beim Weg durch die Karriere. Angefangen hat das Ganze in der Gegend um Hümmelo, nicht allzu weit von Arnheim. Man trifft sich mit den Hünteler am besten im Karpfen. Im goldenen Karpfen, genauer gesagt. Da erfährt man in groben Zügen, wie aus einem ballverrückten Lausbub von 5 Jahren ein Weltprofi wurde. Er ist in 83 geboren und wenn er 5 war, ist er zum lokalen Verein gegangen. Und da ist er angefangen mit Fußballspielen und da war
direkt deutlich, dass er da ein paar gute Talente hatte. Den Verein von damals gibt es heute nicht mehr. Auch der Fußballplatz ist weg, auf den der Junge seinen Antrieb, seinen Drive entwickelte. Ja, ich sage immer, dass seine Drive war seine größte Qualität, denke ich. Er wollte unbedingt Profi werden. Und ja, er hat das geschafft und auch noch auf sehr hohes Niveau. Mit 10 Jahren gab es erstmals so etwas wie einen Vertrag. Später dann noch Ajax Amsterdam, Real Madrid und der AC Mailand. Doch hier bei Milan blieb seine wahre Stärke unentdeckt. Ja, dann kam Milan und in Milan hat er gespielt, aber nicht in die Mitte. Da war es immer an außen, links außen oder rechts außen. Und das ist nicht das Spiel von Klaas. Jetzt bei Schalke ist es wieder so. Der Junge muss zum Fußball und der Papa fährt ihn hin. Jetzt müssen Sie fahren. Ja. Warum fährt er nicht selber? Weil ich besser fahre. Voll los. Alte Hünteler-Tradition. Klaas-Jan Hünteler. Da fährt er nach Schalke. Über was reden Sie unterwegs? Sie haben ja dann 1,5 Stunden Zeit. Ja, wir reden nur von alles, so wie alle Leute mit Vater machen. Wir haben eine Stiftung, und, wir reden über Stiftung, wir reden über etwas, was auf Radio ist oder was. Ja, über von alles. Um wen kümmert sich Ihre Stiftung? Stiftung ist für die Kinder. So, wir haben das letzte Jahr haben wir das gestartet und erstmal haben wir Projekte unterstützt, die schon da waren, und um zu lernen, wie das geht und so. Und dann wollen wir selber auch anfangen, mit etwas zu machen, um Kindern zu helfen. Kindern, ja, finde ich schön. Und gut, auch. Ja, Sie haben gut abgehalten. Welche Rolle spielte die Nähe zu Ihrem Heimatort bei der Entscheidung für Schalke? War Ihnen das wichtig? Oder ging es ums Geld? Ja, Kohle war immer dabei natürlich, aber... Auch ein holländisches Sprichwort. Offenbar. Ja, das ist kein Sprichwort. das Wichtigste ist, um Fußball zu spielen. Und Fußball zu spielen, darum bin ich auch weggegangen da, dass ich nicht so viele gespielt habe und auch nicht auf meine Position. Mhm. Und dann kam Schalke in diesem Moment und natürlich war es schön, um zu Hause wohnen zu können, aber das Wichtige ist Fußball. So. Die Entscheidung ist nicht getroffen, durch zu Hause zu wohnen. Oder? Ja. Sie haben einen Vertrag bis 2013. Es gibt aber wohl irgendwie eine Ausstiegsklausel. 20 Millionen stehen da im Raum. Der Verein will mit Ihnen verlängern. Wie sieht es bei Ihnen aus? Können Sie jetzt hier schon was vermelden? Oder? Ja, es ist noch so, wie ich erst einmal bei Schalke gekommen bin. Ich habe unterschrieben und ich habe angefangen, Fußball zu spielen. Und so ist es noch immer. Ich spiele jedes Mal die Spiele und ich habe noch nichts gehört von Schalke. Und wenn ich etwas höre, dann kann ich etwas sagen oder etwas. Ich meine, zu Madrid oder Mailand müssen Sie ja nicht mehr. Da waren Sie ja schon. Ja, nein. Ich habe gute Zeit gehabt da. Speziell bei Madrid war auch ein gutes Offensivspiel. Habe ich geliebt und das Fußball war schön. Aber ja, jetzt konzentriere ich mich auf Schalke. Ich bin bei Schalke und ich fühle mich wohl und ich spiele und kann Tore machen und wir sind oben dran, so was müssen wir noch mehr. Perfekt eigentlich. Ja. Gute Zeit ist auch ein gutes Stichwort für die Nationalmannschaft. In der EM-Qualifikation waren Sie der beste Torschütze, 12 Treffer für die Niederlande. Trotzdem sind Sie, wenn ich es richtig verstehe, nicht unbedingt gesetzt, weil da gibt es noch einen Robin van Persie von Arsenal und Bert van Marwijk, der Nationaltrainer, lässt auch gerne mal mit einer Spitze spielen. Das heißt, wer gewinnt dieses Duell? Wer spielt bei der EM im Sommer? Ja, muss ich schauen. Ich versuche, meine Tore zu machen bei Schalke und gut zu spielen und dann gucke ich, was passiert. Bei der Nationalmannschaft war die Qualifikation super. Da haben wir super gespielt. Haben wir auch viele Tore erzielt. Und ja, waren wir vorne, haben wir nur ein Spiel verloren. Und was passiert im Sommer, schauen wir. Es ist noch ein langer Weg zum Sommer. Kann noch viel passieren. Und ja, wir schauen. Was auf jeden Fall passiert, Sie spielen gegen Deutschland. Wie unangenehm ist das, wenn man im Testspiel 0-3 verloren hat? Ja, oder spornt das eher an, dass man sagt, na, bei der EM in der Gruppe, im Gruppenspiel wird das ganz anders aussehen? Ja, es ist natürlich anders, aber wir wissen, dass Deutschland eine gute Mannschaft hat. Aber wir haben auch eine gute Mannschaft und
in diesem Spiel war Deutschland klar besser. Und ja, wir haben noch einige Monate, um das wieder anders zu machen. Sie lachen, das macht mir Angst in dem Zusammenhang. Ist es ein großes Thema in den Niederlanden, das Duell mit Deutschland? Ja, natürlich ist es ein großes Thema. Gegen Deutschland zu spielen ist immer schön. Aber wir haben noch auch Portugal und Dänemark da. Sind auch gute Mannschaften. Und, ja. Ist noch weit weg, so ich bin noch nicht so konzentriert auf diese Spiele. Lassen Sie uns mal rübergehen. Kommen Sie mal mit. Wir wissen nämlich, hoppla, dass unser Studiogast Klaas-Jan Hünteler ein besonders ausgeprägtes peripheres Sehen hat. Das haben Sie, glaube ich, beim AC Milan festgestellt. Und das wollen wir jetzt mal testen mit dieser Wand hier. Da sieht man, von Deutschland bewegt sich, die haben diese Wand aufgebaut. Kommen Sie noch ein Stück näher, die beißt nicht. Genauso wie in Mailand, diese Wand. Wie in Mailand? Nein, gar nicht. Ganz anders. Ja, ganz anders. Trotzdem kann man hier mit Reaktionszeit und auch das periphere Sehen testen. Was Sie jetzt machen müssten, Sie versuchen, die Punkte innerhalb von einer Minute abzuschlagen. Möglichst viele. Das leuchtet an der ganzen Wand auf und Sie versuchen, alle zu treffen. Mit Händen und Füßen und allem, womit man ein Tor machen kann. Sind Sie bereit? Ja, dann bin ich bereit. Na dann, mal näher. Übrigens, wir haben das auch mal ausprobiert. So 70 haben wir alle geschafft, auch die nicht dabei waren, auch die Augen zu hatten. Aber so 90 wäre schon ein richtiger Top-Wert. Ist schon warm, ja. Und die Minute fängt an in dem Moment, wo Sie diesen gelben Punkt zum ersten Mal getroffen haben. Und richtig feste draufhauen. Und Sie, liebe Zuschauer, machen natürlich mit, oder? Auf geht's. Und los. Das ist schon mal das Warmmachen fürs Torwandschießen. Ich glaube, das geht noch schneller. 10 Sekunden sind rum. Insgesamt 1 Minute. 20 Treffer bislang. 23, 24, 25. Also die 70 werden es auf jeden Fall. Da lege ich mich fest. Nicht nachlassen, Klaas. Nicht nachlassen. Das sieht gut aus. 41. Bei der Hälfte der Zeit. So, komm. 52, 53. Und Sie im Studio noch mal ein bisschen Gas geben. Klaas, Jan Hünteler. Noch 15 Sekunden. 70. Jetzt sind Sie beim Durchschnitt. Weiter geht's. Noch 5 Sekunden. 3, 2, 1. Wow. Mann. Das war richtig gut. Okay. 85. Also wir haben das mal jemanden ausprobieren lassen. Wie gesagt, zwischen 90 und 100 sind absolute Profis. Aber dafür, dass Sie das hier jetzt mal so aus dem Stegreif machen, okay, bringt Ihnen offenbar aber auch was im Spiel, oder? Sie sehen Gegner, Mitspieler offenbar ganz gut. Und können reagieren. Wenn ich die Maske nicht aufhabe, sehe ich auch. Ja.